Wir fangen gleich mit der spannendsten Frage an. What is artificial intelligence? Also was ist künstliche Intelligenz? Und ich sage sofort, wir werden sie nicht ausreichend beantworten. Das ist also eine schwierige Frage. Das ist ein moving target. Die Frage verändert sich immer wieder. Und was es da so gibt für Überlegungen und ein bisschen zur Geschichte und welche Verfahren es da schon so gibt, da werde ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen. Wir fangen an mit einer anderen Frage, die so ähnlich ist. Was ist künstliche Intelligenz? Eine ähnliche Frage ist, ob Maschinen denken können. Weil künstlich bezieht sich typischerweise auf Man-Made-Kram, also auf Sachen, die Menschen gebaut haben, also auf Maschinen. Ja, das Künstliche korrespondiert also zur Maschine und Intelligenz korrespondiert zu unserem vagen Begriff jetzt Denken. Also eine Umformulierung der Frage wäre jetzt, können Maschinen denken? Ja, und Sie sehen schon, das ist jetzt hier aus einem alten Paper kopiert. Das hat also schon jemand vor Ihnen und vor uns hier diese Frage gestellt und das ist Alan Turing, der hier den zweiten Platz in so einem Dauerlauf macht. Ja, das ist also einer der größten Mathematiker. Man kann ihn auch als Informatiker bezeichnen des 20. Jahrhunderts. Eine sehr interessante Person. Lesen Sie sich da mal die Wikipedia-Seite zu durch. In jeglicher Hinsicht eine bemerkenswerte Person. Und der hat sich damals schon als Mathematiker, der war Logiker, mit der Frage auseinandergesetzt, ja, wir können jetzt ja Mathematik formalisieren, das über das Entscheidungsproblem reden und solche Sachen alle. Wie ist es denn, können wir auch Maschinen bauen, die so denken können, sozusagen wie wir? Wie kommt er da drauf? Naja, Mathematik, ein Kalkül, mathematische Logik ist letztendlich eine Form von Mechanisierung des Denkens. Ja, da will man also das mathematische Denken mechanisieren, indem man einen Kalkül hinschreibt, mit dem man dann relativ mechanistisch sozusagen zu neuen Konklusionen kommt. Und insofern ist die Frage dann naheliegend. Und im Jahr, als er den Artikel geschrieben hat, 1950, kamen die ersten sogenannten Elektronenhirne auf. Da kamen also diese riesigen Rechner auf, die eine ganze Turnhalle gefüllt haben, mit denen man also mathematische Berechnungen sehr schnell machen konnte. Und für einen Logiker wie Alan Turing lag da die Frage nahe, also wenn ich sozusagen auch mathematische Logik formalisieren kann, sozusagen, dann müsste ich doch auch die mathematische Logik auf einem Rechner ausführen können und logisch schließen, das ist doch schon was ziemlich Intelligentes, das hat doch was mit Denken zu tun. Das heißt, das müsste doch irgendwie auch auf einer Maschine dann machbar sein. Ja, das ist also eine ganz spannende Frage. Das Paper sieht so aus, das ist eine vergilbte Version, die lag in Münster im Logik-Department, lag die jahrelang im Studentenzimmer rum, dieser Zettel. Ja, den habe ich auch schon mal in der Hände gehabt. Da steht oben drauf, with great compliments of the author, da ist also sogar ein Autogramm drauf. Mittlerweile ist das, glaube ich, irgendwo in einer großen Schaukiste oder sowas, wo das dann alle Leute anschauen können. Das ist also wirklich ein Preprint, den Alan Turing nach Münster geschickt hat, damals 1950. Und woran lag das? In Münster gab es damals schon Logiker, die also ähnlich wie Alan Turing an der Formalisierung von Mathematik gearbeitet haben. Und da gab es also eine rege Korrespondenz mit einem Herrn Scholz. Und die haben sich halt gegenseitig die Artikel hin und her geschickt. Okay, das ist jetzt nur die Anekdote. Ja, ich hoffe, die Anekdoten gehen Ihnen nicht irgendwann auf den Keks, aber ich erzähle immer mal so zwischendurch so ein paar Sachen. Das ist jedenfalls dieses berühmte Paper, was man wirklich in Länge, also in Gänze ruhig mal lesen sollte. Heutzutage ist es alles nur einen Klick entfernt. Also wenn Sie diesen Titel eintippen, dann kriegen Sie sofort eine PDF-Version davon und können das durchlesen. Und die Ideen und die Gedanken, die da drin sind, sind nach wie vor interessant und aktuell. Und wir werden uns ein paar Sachen angucken. Der Trick, den jetzt der Alan Turing hatte, ist, dass er die Frage, können Maschinen denken, hat er umformuliert in einer Art statistischen Test. Ja, Sie wissen, wenn man richtig sicher rauskriegen will, ob ein Medikament funktioniert oder nicht, dann muss man irgendwie so einen Test machen. Man braucht so zwei Gruppen von Personen und die einen kriegen das Medikament, die anderen kriegen Placebo und dann kann ich hinterher sowas machen. Und so in dem Denken sozusagen wird hier so eine Art Test formuliert, mit dem ich rausbekomme, ob Maschinen denken können oder nicht. Und der Test ist das sogenannte Imitation Game. Es gibt auch einen Film mit dem gleichnamigen Titel, den ich Ihnen natürlich auch wärmstens empfehlen kann, den zu gucken. Das spielt dieser, wie heißt der noch, Sutherland, dieser eine Schauspieler spielt da mit. Ja, genau, der spielt da mit. Toller Film. Der Film heißt Imitation Game. So, wie funktioniert jetzt dieses Imitation Game? Wer imitiert hier wen? Sozusagen die Person, es gibt eine Person, ein Mensch, der stellt Fragen sozusagen an ein Gegenüber, was er nicht sehen kann. Ja? Und das Gegenüber versucht so zu tun, als wäre es ein Mensch. Es könnte aber auch eine Maschine sein. Ja? Und wenn man das also wiederholt und dann eine Maschine so gut ist in diesem Imitation Game, dass der Fragesteller das jetzt nach mehreren Versuchen immer wieder sozusagen, das jetzt nur nicht besser als Zufall entscheiden kann, ob der Gegenüber eine Maschine ist oder nicht,
dann würde man sagen, ja, die Maschine, die kann irgendwie denken. Das ist sozusagen die Umformulierung. Kann man weiter darüber streiten? Gibt ganz viele Einwände, dass das ein sinnvoller Test ist, dass man damit wirklich testet, ob Maschinen denken können oder nicht. Lesen Sie das Paper von Alan Turing. Die Einwände listet er ganz viele von diesen auf und diskutiert sie dann mit Ihnen, wenn Sie möchten. Also das ist natürlich eine andere Frage. Aber irgendwie ist es schon, wäre schon sehr beeindruckend, wenn man eine Maschine hat, mit der man sich natürlich sprachlich unterhalten kann und wenn man dann den Eindruck hat, das ist ein anderer Mensch. Ja, also wir ersetzen also diese Frage, can machine think? Also eine Frage, die für Mathematiker nicht so richtig definiert ist, weil wir das Wort denken nicht so richtig definieren können. Ja? Durch eine andere Sache, die wir durch einen konkreten Test überprüfen können. Gut, und wie funktioniert das dann? Das sind jetzt Beispielfragen direkt aus dem Paper rauskopiert. Also dann geht so ein Interview, funktioniert so, man fragt diesen Gegenüber, der vielleicht in einem anderen Raum sitzt, vielleicht per Morsecode, vielleicht schreibt er nur was auf den Zettel und gibt die Zettel immer rein und raus, irgendwie so, dass ich den anderen nicht sehe. Erste Frage, können Sie mir ein Gedicht in Sonettform schreiben zum Thema der vierten Brücke? Ja, okay, kann man ja seinem Gegenüber fragen. Was kommt als Antwort? Die Sache kann ich nicht so gut, Gedichte kann ich nicht schreiben. Ja, was haben wir jetzt gelernt? Gut, ein Computer kann natürlich einfach diese Antwort einprogrammiert haben sozusagen, aber es ist schon irgendwie plausibel, irgendwie gibt das weder Hinweise in die eine noch in die andere Richtung. Nächste Frage, ja, dann addieren Sie doch mal diese und diese Zahl. Wie gesagt, das ist ein ausgedachtes Beispiel von Alan Turing. Nach 30 Sekunden wohlgemerkt kommt dann diese Antwort. Ja, und wenn Sie das mit dem Taschenrechner ausrechnen, stellen Sie fest, die Antwort ist falsch. Das ist also dann hier noch so ein Gag da drin. Ja, kommt also eine falsche Antwort. Und wieder ein super Trick natürlich, wenn der Computer eine Rechenaufgabe 30 Sekunden lang dafür braucht und dann noch die falsche Antwort gibt sozusagen, ist natürlich schon ein guter Trick. Und so weiter und so fort. Do you play chess? Schachspielen? Ja, spiele ich. Dann kommt eine komische Anweisung, wo die Figuren stehen. Ich habe die Notation nie richtig verstanden, aber es gibt eine deutsche Übersetzung, wo die Felder irgendwie passen. Und wie soll ich also spielen? Wie kann ich irgendwie Schachmatt setzen? Und der Gegenüber kann das dann beantworten. Ja, und Sie können sich jetzt vorstellen, man kann auch ganz, ganz viele andere Fragen stellen. Man könnte fragen, wo sind Sie aufgewachsen? Ja? Oder was ist Ihre Lieblingsfarbe? Und. Es gibt tatsächlich Wettbewerbe jedes Jahr, wo also Computerprogrammierer Programme schreiben, die genau diesen Turing-Test versuchen zu bestehen. Ja, und Sie haben vielleicht auch schon mal, wenn Sie so ein Siri- oder Alexa-System haben, mit dem können Sie natürlich auch den Turing-Test machen. Sie können da ja mal die Frage stellen, wie kann ich denn sicher sein, dass du keine Maschine bist oder was weiß ich. Da haben die Programmierer zu Hause sicherlich irgendwie was eingebaut, sodass es dann eine interessante Unterhaltung wird. Das ist also der Turing-Test. Bleibt die Frage, wie löst man denn das Problem? Also in dem Paper wird erstmal nur gesagt, ist eine interessante Frage. Und wenn man rauskriegen will, ob jetzt Maschinen denken können oder nicht, gibt es dieses Imitation Game. Ja? Und jetzt bleibt natürlich die Frage, ja, wie gehen wir jetzt ran? Und Alan Turing schreibt dazu etwas salopp, das ist mainly one of programming. Das heißt, man muss nur das richtige Programm schreiben, dann funktioniert das. Er gibt noch weitere Hinweise, wie es geht. Das kommt noch im Laufe der Vorlesung. Aber im Wesentlichen sagt er, das ist jetzt eigentlich prinzipiell sozusagen kein Problem. Man muss es nur irgendwie implementiert kriegen. Ja? Schauen wir mal nach, wer das gemacht hat. Jemand, der es implementiert hat, ist Josef Weizenbaum. Das ist der Herr hier auf der linken Seite. Das Bild ist übrigens entstanden im Hamburger Zeitverlag. Da war er eingeladen für ein Interview. Da kommt das Bild her. Das kommt aus so einem Film. Für den mache ich jetzt mal gerade Werbung, weil die Autoren des Films haben mir erlaubt, dass ich das Bild hier benutze. Da gibt es also einen sehr schönen Film über Josef Weizenbaum, der heißt Rebel at Work. Ja? Und das ist also ein Wissenschaftler, schauen wir mal, also der ist in den 30er Jahren als Jude aus Deutschland geflohen, ist dann als Kind, ist in den USA der Karriere gemacht und war dann Informatikprofessor am MIT, also an einer der Top-Unis dort für künstliche Intelligenz letztendlich. Und der hat halt ein Computerprogramm geschrieben, so wie Alan Turing gesagt hat, im Jahr 1966 mit dem Namen ELIZA. Und da steht jetzt etwas modest, Computerprogramm, mit dem wir die so natürlich sprachliche Kommunikation zwischen Mensch und Maschine untersuchen können. Heutzutage wären so Paper Titles natürlich viel reißerischer sozusagen. Da würde dann stehen, ELIZA, a program that wins the Turing test oder irgendwie sowas, ja. Damals war das ein bisschen more modest. Und es gewinnt auch den Turing-Test nicht. Ja? Und es ist also noch gar nicht so klar, ob es überhaupt ein Programm zurzeit gibt, was den Turing-Test jetzt wirklich bestehen würde, wenn man lang genug fragen würde. So, und das ist ein Computerprogramm, was ich Ihnen einmal vorführen kann gleich. Dafür habe ich eine kleine Demo. Wenn Sie
einen Editor benutzen, benutzen Sie wahrscheinlich eher Word als Editor. Vielleicht, wenn Sie wissen, dass es gibt ja verschiedene Dokumententypen. Es gibt diesen Doc-Typ für Word. Aber es gibt auch noch TextEdit auf Ihrem Rechner vielleicht oder auf Windows heißt das Ding, glaube ich, WordPad. Da kann man so reine Textdateien bearbeiten, die dann wirklich nur Text enthalten. Und es gibt sowas, was Programmierer gerne benutzen. Das ist dieses Emacs, das ist so ein Programm. Und dieses Emacs hat unglaublich viele Funktionen, kann man tolle Sachen mitmachen. Und unter anderem ist Eliza eingebaut. Ja? Das ist also kein Feature, was man ständig benutzt. Aber das ist halt irgendwie cool für solche Vorlesungen wie diese hier. Und das ruft man auf, indem man den Befehl Doktor aufruft. Und das löst jetzt nicht den Turing-Test in völliger Allgemeinheit, aber es löst den Turing-Test für eine bestimmte Situation. Und zwar die Situation ist, Sie sind der Fragesteller, ja, aber die Person, mit der Sie sich unterhalten, ist Ihr Psychiater. Okay, Sie liegen da also auf der Liege und werden jetzt interviewt von diesem Psychiater. Und dieses Computerprogramm simuliert einen Psychiater, der also Fragen stellt. Warum ist es eine clevere Idee? Naja, der Psychiater darf ja durchaus auch mal komisch nachfragen oder der muss nicht auf alles eingehen, was Sie sagen. Ja, und der kann auch so frei assoziiert das Thema wechseln und so weiter und so fort. Und das ist natürlich geschickt für eine Software, für ein Programm, was nicht so richtig funktioniert. Ja, das heißt, das ist also ein ganz geschicktes Setting. Es gibt ganz viele andere Settings. Es gibt irgendwie Computerprogramme, die simulieren, irgendwie unter Verfolgungswahn zu leiden oder. Das ist ganz unterhaltsam. Und das ist halt ein Psychotherapist und das Besondere an diesem Programm ist 1965. Ja, das ist also sehr weit entfernt. Da gab es also nur sehr seltsame, riesige Computer, auf denen man sowas machen konnte. Und das ist schon eine ziemliche Leistung, dass das geht. So, wir fragen das jetzt mal. Also ja, also ich bin jetzt, der Computer ist der Psychotherapist und ich soll jetzt das Problem machen. Ich mache jetzt mal, was beschreibe ich jetzt hier? I'm quite hungry. So, das ist jetzt mein Problem zurzeit. Und dann antwortet er da drauf. Ja? Und irgendwie fühle ich mich richtig verstanden, weil der sagt nämlich, warum sagst du denn, dass du so richtig hungrig bist? Jetzt antworte ich natürlich, I didn't had lunch. So. Is it because of your plans that you say you didn't had lunch? Ja, da hat er natürlich recht. Mein Plan war jetzt hier zu sein, die Vorlesung zu halten. Deswegen hatte ich kein Mittagessen. Ne? Die Reste stehen da jetzt noch. Yes, you are right. Maybe your life has something to do with it. Kleiner Themenwechsel, ja. Und er bringt mich so immer weiter ans Schreiben. Und ich benutze irgendwelche Stichwörter und der Computer findet Stichwörter raus und bastelt dann neue Sätze. Und wie gesagt, das ist Technologie von 1965. Ja, das ist also wirklich faszinierend, wie gut das funktioniert. Das funktionierte so gut, also ich schalte das jetzt hier mal aus, ich sage jetzt hier mal bye, mal sehen, was er dann sagt. Okay, ja, my secretary will send you a bill. Perfekt. Aber das ist schon nett und durchdacht gemacht. Das hat so gut funktioniert, das war jetzt damals so, die Sekretärin von Josef Weizenbaum durfte dann auch mal dran und irgendwann hat sie den Bildschirm weggedreht und gesagt, ich muss mal alleine sein mit dem Computer und mit dem sozusagen arbeiten. Und insbesondere tatsächlich echte Psychiater sozusagen fanden das Programm interessant, um das einzusetzen in der Therapie, ja. Obwohl man als Informatiker dann denken würde, ja Moment, das ist doch, da werden ja nur nach Stichwörtern gesucht und dann wird irgendwas zusammengebaut, das ist ja total billig, war das natürlich dann erschreckend für den Herrn Weizenbaum, dass they were taking it seriously, dieses Programm, was er mehr nur so als for the study of gemeint hat. Ja, und im Laufe der Jahre hat sich Josef Weizenbaum als einer der großen Kritiker von Computerei und von papierlosem Büro und von sonstigen Dingen sozusagen positioniert. Es gibt ein Buch, das heißt Die Macht der Computer, die Ohnmacht der Vernunft von 1976 oder sowas. Es gibt es, glaube ich, auch im Surkamp Verlag erschienen, wo er sozusagen schreibt die Gefahren, die da einfach auch kommen. Und auch das ist ein nach wie vor aktuelles Buch. Und deswegen ist es auch so ein interessanter Charakter, der Weizenbaum, weil er sozusagen einerseits war der an der Front von der MIT-Forschung, hatte die tollsten neuen AI-Anwendungen sozusagen programmiert und hat sich danach zu einem der größten Kritiker dieser Programme sozusagen entwickelt. Und das heißt also, wenn man also eine fundierte Kritik gegenüber solche neuen Technologien haben sollte, dann sollte man beim Herrn Weizenbaum nachlesen, weil das ist wirklich sehr fundiert. Der kennt wirklich beide Seiten und kennt sich da super aus. Das ist also sehr interessant. Gut, das ist also Eliza. Jetzt fragt man sich natürlich, wie funktioniert das? Da ist jetzt so eine kleine Box. Im Wesentlichen funktioniert so, es werden einzelne Schlüsselwörter
werden da sozusagen gesucht in dem, was man eingetippt hat. Und dann, damit hat man so eine Art Kontext definiert. Ja, wenn ich also von meinem Bruder schreibe, ja, dann ist das der Kontext Family. Und dann kommt vielleicht so ein Reply wie, erzählen Sie mir mehr von Ihrer Familie oder sowas. Ja, genauso am Ende dieses By. Wenn ich By eintippe, dann sind da so ein paar Phrasen, die jetzt relativ lustig sind und dann passend dann rüberkommen. Und für jeden Kontext gibt es dann also verschiedene Fragen, mit denen man dann weitermachen kann und so. Das ist relativ einfach. Zum Beispiel, wenn der Input sowas ist wie I am very unhappy, ja, dann irgendwie kriegt er das hin, dass er da solche Klammern setzt. Das ist im Prinzip für die Linguisten unter ihnen, macht er so eine Art Part of Speech Tagging. Der kann also die einzelnen Teile da, den Satz zerlegen in die Grammatik und zerstückelt das dann. Hier erkennt er so ein I am, irgendwas. Ja, dieses very unhappy ist, wird nicht verstanden, da steckt keine Bedeutung hinter. Das ist einfach nur ein String für diesen Eliza. Aber dieses I am, das wird sozusagen genommen und wird transformiert zu was Neuem, zu einem you been. Ja, da wird also ein how long have you been und dann kommt dieses irgendwas. Ja, wenn ich also schreiben würde, I am, keine Ahnung, I am carrying this, dann kommt als Antwort, how long have you been carrying this? Ja, das ist also völlig stupid. Aber als Mensch fühlt man sich natürlich verstanden. Ja, der geht jetzt auf das ein, was ich gerade gesagt habe. Aber technisch gesehen ist es einfach nur ganz billig. Ich muss nur so einzelne Stichwörter raussuchen für einen Kontext und so einfache Satzkonstruktionen irgendwie ein bisschen ummodeln und dann habe ich meine Antwort. Ja, ein anderes Beispiel ist, mein Input ist irgendwie, it seems that you hate me. Auch da werden diese besonderen Bausteine, you und me, werden erkannt. Und diese Zwischenbausteine, die bekommen irgendwie eine Nummer, sodass ich die nochmal wieder benutzen kann. Und dann wird da was Neues raus gebastelt. Da ist also eine you-me-Combination und es gibt das Wort hate, was aber wieder null Bedeutung für den Computer hat. Aber daraus kann man einfach wieder was basteln, nämlich den Satz, what makes you think I hate you? Okay? Und das ist also tatsächlich, ich sage jetzt nicht, Sie sollen das machen, aber man kann das hier an diesem, bei dem Editor kann man sich den Source Code angucken von diesen Sachen. Ja? Jetzt gucken wir uns den Source Code nur mal zum Spaß an, dass Sie sehen, wie das ist, aussieht. Da ist jetzt irgendwie hier so, das sind so diese ganzen Funktionen, das ist halt irgendwie eine Berechnung, die man da macht. Ja? Da berechnet man irgendwelche Sachen in der Programmiersprache Lisp. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal in diesem Ding jetzt, suchen wir mal nach einem Stichwort Brother, ja, dann sehen Sie hier, da sind die ganzen Family Words sind alle aufgelistet und das ist jetzt hier ein Befehl, Dr. Put Meaning, ja, der, wenn ich diese Wörter also finde, dann bin ich in so einem Family-Kontext und damit habe ich eine Reihe von Antworten und eine Reihe von Satzkonstruktionen, die ich dann machen kann. Ja. Ist natürlich so, nehmen wir mal an, Sie formulieren irgendwas im Englischen, bla bla bla, is the mother of invention, ja, so eine Redewendung, was nichts mit Ihrer Familie zu tun hat, dann kommt als Antwort trotzdem, erzählen Sie mir mehr von Ihrer Familie. Ja, weil er das natürlich nicht versteht, er guckt nur nach diesen Stichwörtern. Aber es ist verblüffend gut und es ist 1965. Also es ist natürlich total alt, dieses Ding. Und es ist faszinierend, wie gut das ist. Sie können sich vorstellen, dass da Leute dran arbeiten und es weiterentwickeln und dass es in Siri oder Alexa oder in sonstigen, das sind glaube ich die einzigen beiden, die ich kenne. Gibt es noch mehr? Ja, es gibt bestimmt noch mehr. Und die sozusagen, da wird sowas eingebaut, sodass es sich für Sie gut anfühlt, wenn Sie sich damit unterhalten. Ne? Gut. Das ist also Eliza. Jetzt kann man die Frage stellen, würde Eliza denn den Turing-Test bestehen? Und die Antwort lautet, probably not. Ja, also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hat man Eliza ziemlich schnell sozusagen, dass man irgendwie merkt, ja, die Antwort ist aber jetzt doch unsinnig. Oder die Antworten wiederholen sich dann nach einer Weile. Ja, also irgendwie ist das nicht so. Das heißt, der Unterschied ist aber der, wenn ich mich da unkritisch vorsetze und womöglich meine Psychotherapeutin gesagt hat, hier ist eine neue Software, die wir jetzt einsetzen. Da sitzt irgendwie ein professioneller Psychotherapeut in Rheinland-Pfalz oder so am Computer und mit dem können Sie jetzt chatten und ich mache das, dann kann sein, dass ich das glaube. Wenn ich jetzt aber der kritische Tester bin, wie in dieser Vorlesung Sie zum Beispiel, und Sie probieren das jetzt aus, dann versuchen Sie das natürlich in eine Falle zu locken und eine komische Formulierung zu benutzen oder sowas. Das heißt, Sie sind da viel kritischer, indem Sie dann gleich schon die Frage stellen, das ist doch keine Maschine, was ist denn jetzt hier? Ja, wo bist du denn aufgewachsen und wie hieß deine erste Klassenlehrerin oder sowas? Und dann sind die Programme vermutlich schnell am Ende, wenn das nicht eingebaut ist. Ne? Das können Sie natürlich auch machen. Die meisten Stichwörter, die Sie bei mir auf den Slides lesen, Eliza online oder sowas, gibt es garantiert. Ja? Also können Sie garantiert auch den State of the Art ausprobieren, was da, wie gut das also ist zurzeit.
Hier ist ein anderes AI-Projekt, ein bisschen neuer, 1997. Gegen den Schachweltmeister gewinnen, ist auch toll. Also eine normale Unterhaltung zu führen, ist natürlich toll. Gegen den Schachweltmeister Schach zu spielen und dabei zu gewinnen, ist auch eine tolle Anwendung, wenn man das hinkriegt. Inwiefern ist das jetzt eine Art Turing-Test? Naja, ist natürlich ziemlich eingeschränkt, ne, die Konversation. Aber wenn Sie schon bei einem Schachclub gewesen sind, da ist die Kommunikation auch eingeschränkt, wenn das Schachbrett zwischen Ihnen steht und Sie gegeneinander spielen. Dann reden Sie auch nicht mehr. Dann kommunizieren Sie nur noch mit diesen Figuren. Das heißt also, in gewisser Hinsicht kann man das Schachspiel auch als eine Art Turing-Test auffassen. Wenn also der beste Spieler der Welt dann glaubt, boah, die Züge waren jetzt aber richtig gut, da hat jemand einen Plan. Warum spielt er denn jetzt hier einen Bauer auf dem Königsflügel vor und so? Was ist da die Idee hinter oder sowas? Dann merkt man, dass man plötzlich Wörter benutzt sozusagen, die wir eigentlich für Menschen reserviert haben. Ja, Plan haben, was ist da die Idee und diese ganzen Sachen. Das heißt, in diesem Spezialdomäne sozusagen, ist das Ding plötzlich ziemlich gut. Und wenn der Computer auf Ihrem Handy sozusagen, der würde heute gegen Kasparov gewinnen. Ja? Also so schnell sind die Rechner und so gut sind die Schachprogramme heutzutage. Und wenn man sich das vorstellt, dass ein Schachcomputer auf Ihrem Handy heutzutage gewinnen würde, dann sagen wir natürlich, na okay, der rechnet ja nur schnell rum oder so. Aber bevor das gewesen ist, vor 1997, hätte man immer gesagt, na ja gut, Schachspielen so ein bisschen, gegen mich gewinnt der Computer, aber natürlich nicht gegen jemanden, der es kann. Aber plötzlich ging das dann doch. Und insofern ist man dann wieder einen Schritt näher gekommen, einer wirklichen Intelligenz vielleicht. Schauen wir mal gerade, wie das gewesen ist. Also das ist ein Projekt von IBM gewesen. Ja, IBM, riesige Computerfirma, sowas, was heutzutage Google ist. IBM ist es irgendwie immer noch. Aber diese riesigen, großen Leuchtturmprojekte wurden früher von IBM gemacht, weil die Google-Leute waren damals, glaube ich, gerade noch Grad Students in Stanford 1997. Da hatten die noch keine Firma und nix. Da haben die noch wahrscheinlich AI 101 gehört, ja, und sich das erklären lassen. 1996 hat Deep Blue Schummer gegen Garry Kasparov gespielt und hat Garry Kasparov gewonnen, 4-2. Und ein Jahr später ist dann der Rechner wieder angetreten. Warum hat man Hoffnung, dass es ein Jahr später funktionieren kann? Ja, weil jedes Jahr die Computer immer schneller, schneller, schneller werden. Und das heißt, wenn ich also ein Problem habe wie Schachspielen, wo ich irgendwie durch in die Zukunft schauen und Verzweigungen überlegen, was wäre, wenn ich das spiele, was macht denn der Gegner und so weiter, je mehr ich da in die Tiefe gehe sozusagen, ja, je besser spiele ich halt einfach. Das heißt, das kann man sogar quantifizieren, wenn man einen Zug mehr in die Zukunft schauen kann, dann ist man so und so viele Elo-Punkte, das so messen sich die Schachspieler irgendwie besser. Und insofern war es ein Jahr später halt einfach nochmal wieder besser. Schauen wir das Resultat an. Deep Blue hat zweimal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Immerhin. Damit war der Schachweltmeister geschlagen und IBM hat das Projekt eingedampft und sozusagen den Computer im Prinzip auseinandergebaut, nach dem Motto, okay, wir haben Schachweltmeister geschlagen, wir benutzen das jetzt nicht mehr. Das fand der Herr Kasparov nicht so toll, weil dieses eine Spiel, wo er verloren hatte, da war ein komischer Zug und so weiter. Und er sagte, ich will nächstes Jahr nochmal spielen und so weiter. Das fand dann nicht mehr statt. Und letztendlich hat sich Herr Kasparov auch damit abgefunden, dass sozusagen die Schachcomputer, dass es super Trainingspartner sind. Dass man sozusagen als Mensch besser zu werden, spielt man halt, trainiert man mit dem Computer zusammen. Es ist danach sogar eine neue Schachdisziplin entstanden, wo man also gegenüber sitzt. Jeder hat einen Computer und einen Großmeister und dann spielt der Großmeister zusammen mit dem Computer gegen einen anderen Großmeister inklusive Computer. Das heißt, und warum ist das toll für Schachspieler? Diese Partien werden immer fantastischer, die werden immer toller. Die Züge, die da drin sind, werden immer durchdachter und immer besser sozusagen. Das heißt, man sieht da weniger dann die Konkurrenz dann irgendwann, sondern man sieht darin einfach die Chance, also ich kann noch besser werden im Schach, indem ich ein bisschen mir was von den Computern abgucke. Gut, dieses Deep Blue hat nichts mit Deep Learning zu tun, falls Sie das schon mal gehört haben. Das nur als Anmerkung, war natürlich ein visionärer Name für einen Schachcomputer, dass man den Deep Blue nennt. Aber das Blue kommt von IBM, das ist sozusagen, der Big Blue ist IBM und das irgendwie was mit Deep war, halt, weil er so tief in den Suchbaum einsteigen kann. Deswegen hieß das Ding also Deep Blue. Wie hat er das jetzt gemacht? War er wirklich intelligent? Nein, der war nur einfach unglaublich schnell. Das ist Spezialhardware, nur für diesen Zweck hergestellt und die konnte damals 200 Millionen Stellungen pro Sekunde auswerten. Das heißt, so ähnlich wie wenn Sie einmal aufs Schachbrett gucken und sagen, nee, ist jetzt nicht so gut, hab meinen Springer verloren und so, ich ziehe lieber was anderes. Diese Art von Evaluation macht der Computer 200 Millionen Mal pro Sekunde. Und da können Sie sich vorstellen, also was für eine Suchtiefe man damit dann auch erreichen kann. Es sind zwar nur 6 bis 20
Züge ahead, also 6 bis 20 Züge in die Tiefe. Das ist aber mehr, als ein Großmeister tatsächlich exakt ausrechnen kann. Ja, das ist also wirklich einfach, da ist halt der Denkmuskel, so nenne ich das jetzt mal, erheblich größer bei diesem Deep Blue. Zumindest in der spezialisierten Domäne Schachspielen. Ja? Da kommt der Garry Kasparov nicht mehr gegen an. Kann man sich natürlich fragen, Brute Force Computing, ist das jetzt wirklich AI? Ist da irgendwie Intelligenz drin oder sowas? Nein, der hat ja nur ausprobiert und das ist halt ein riesiger Cluster und das ist dann halt ganz schnell. Aber richtig intelligent wäre es ja nur, wenn man da eine Idee hat vom Spiel, wenn einem das Spiel Spaß macht, wenn man da kreativ ist. Aber bei der Kreativität ist es schon so eine Sache. Die Schachcomputer erfinden Züge in der Eröffnung sozusagen, wo die Großmeister unter Umständen ständig drauf kommen. Das könnte man durchaus dann schon als kreativ auffassen. Ja? Es ist eine Frage, ob man das jetzt einem Computer zuschreibt, diese Eigenschaft kreativ zu sein, oder ob man sagt, nee, es war ein toller neuer Zug und so, der ist wirklich super, den nehme ich jetzt immer, aber es ist keine Kreativität. Kreativität ist irgendwas anderes, was unter der Dusche entsteht oder sowas, und das machen die Computer selten. Ja? Die Frage ist also, ist das schon KI? Und es gibt diesen AI-Effekt, den ich jetzt schon mehrmals, habe ich da schon drauf angespielt. Ja, bevor ich sage, wer das hier ist, zeige ich Ihnen den AI-Effekt. Also es gibt dieses wunderbare Buch Gödel-Escher Bach. Weiß nicht, ob Sie das mal gelesen haben. Ist ein Buch aus den 80er Jahren, hat den Pulitzer-Preis gewonnen. Ist ein populärwissenschaftliches Buch, was sozusagen einerseits die Mathematik von Kurt Gödel, ja, das Gödelsche Unvollständigkeitstheorem und andere mathematische Systeme in Zusammenhang bringt mit dem holländischen Maler M.C. Escher, ja, der so rekursive Bilder gemalt hat und alles mögliche Flächenfüllung und mit der Musik von Johann Sebastian Bach. Und er bringt das halt alles zusammen. Ja, und wenn Sie nur einen von diesen drei Leuten irgendwie toll finden sozusagen, dann lesen Sie mal das Buch, dann finden Sie die anderen beiden auch toll. Ja, weil sozusagen Strukturen, die man bei Bach sieht, dass Musik vorwärts und rückwärts abgespielt werden kann und so weiter und so fort, das ist halt oft was zutiefst Mathematisches oder auch Informatisches letztendlich. Da stecken also ähnliche Überlegungen und Strukturen drin. Ja, das ist also ein sehr spannendes Buch, super geschrieben. Und Douglas Adams zitiert den Herrn Tesla, das ist der hier unten auf dem Bild, Larry Tesla, auf Seite 601, dass AI is whatever hasn't been done yet. Ja, das heißt also, wenn wir versuchen, künstliche Intelligenz zu definieren, was ist denn künstliche Intelligenz? Sozusagen, dann rennen wir dem immer hinterher. Ja, also solange wie noch niemand den Schachweltmeister geschlagen hat, ja, können Sie Leute fragen und dann würden die sagen, na ja gut, Karteikarten sortieren, schön und gut, meine Rentenversicherung ausrechnen, schön und gut, richtiger intelligenter Computer wäre es, wenn er gegen den Schachweltmeister gewinnt. Ja. Sobald man dann aber gegen den Schachweltmeister gewinnt und man sieht, wie der es gemacht hat, sagt man, na ja, das ist ja nicht wirkliche Intelligenz. Ja, das heißt, das transportiert sich immer weiter. Jahrelang war es dann im Go zu gewinnen. Go ist ein anderes Spiel, kommt gleich noch ein Slide zu. Ja, das war jahrelang das Ziel. Das ist 2015, 2016 auch gelöst worden sozusagen. Interessanterweise nicht mit Brute Force, sondern mit Kreativität und Intuition. Ja, also ich übertreibe ein bisschen, aber sozusagen nochmal wieder mit weiteren Zutaten, die das irgendwie spannend machen. Die Definition ist wirklich gut. Denken wir nochmal mehrere Jahrhunderte zurück, ja, als es noch gar keine Computer gab, ja, wo es vielleicht noch nicht mal mechanische Rechenmaschinen gab. Damals war Rechnen, ja, das war Magie. Ja. Wenn Karl Friedrich Gauss die Zahlen von 1 bis 100 aufaddiert und sagt 5050, dann war das für den Lehrer Magie. Wie hat er das jetzt gemacht? Wenn er dann den Algorithmus erklärt und sagt, wie er das gemacht hat, mit welchem Trick, ist die Magie so ein bisschen entzaubert, ja, ist der Trick ein bisschen weg. Aber immer noch war damals sicherlich schnell Kopfrechnen und so, war sicherlich damit verbunden, dass man sagt, das ist aber jemand, der besonders intelligent ist, ja, wenn jemand schnell Kopfrechnen kann. Irgendwann kamen mechanische Rechenmaschinen auf von Charles Babbage. Ja, der hat also Zahnräder zusammengestöpselt und mit denen konnte man die Zahlen von 1 bis 100 auch aufrechnen in einer Sekunde, indem man ganz schnell in so einer Kurbel dreht. Ja, und sobald man diese Maschine dann verstanden hat, sagt man, naja gut, ah, ist doch nicht so Intelligenz, ist ja eigentlich auch nur Zahnräder drehen. Ja. Sozusagen, da ist es also, das ändert sich immer wieder, was jetzt sozusagen als intelligent angesehen wird. Ja, vielleicht als dann Go gewesen ist, war es dann ja wirklich eine Unterhaltung zu führen. Wer weiß, vielleicht führen Sie in 10 Jahren abends Unterhaltung mit Ihrem Siri oder mit Ihrer Alexa oder so zu Hause, wenn Sie alleine sind. Ja, dann unterhalten Sie sich mit denen und irgendwann finden Sie es vielleicht sogar ganz nett. Ja, immer gute Witze und was weiß ich, kann auch noch die Musik anmachen und das Licht anmachen, kann Bier nachbestellen, ja. Vielleicht überzeugt sie das dann irgendwann. Ja, das, und dann sagen sie, naja gut, ist auch keine künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist,
Da gibt es einen schönen XKCD-Comic zu, den zeige ich Ihnen vielleicht noch. Ja, künstliche Intelligenz ist, oder richtige Intelligenz ist, if you don't care. Ja, das ist sozusagen die Aussage davon. Wenn Ihnen alles egal ist sozusagen, das ist das, was wirklich Intelligenz ausmacht. Aber lassen wir das. Gut, der Herr Tesla hat eine Variante davon auf seiner Webseite, der sagt, so habe ich das aber gar nicht gesagt, ich habe das irgendwie anders formuliert. Und seine Formulierung ist, auch interessant, intelligence is whatever machines haven't been done. Das heißt also, hier haben wir eine schöne Definition für Intelligenz mal. Ja, alles das, was Maschinen noch nicht können, das halten wir für intelligent. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Also als Geisteswissenschaftler wissen Sie wahrscheinlich viel besser, wie schwierig es ist, den Begriff Intelligenz zu definieren. Und das ist schon eine ziemlich clevere, einfache Definition, finde ich. Hängt natürlich eng damit zusammen, wieder das Artificial-Wort bezieht sich wieder auf das Wort Machine und das Wort Intelligenz ist praktisch übernommen. Ja. Gut, das ist also der AI-Effekt, den muss man immer im Hinterkopf haben. Deswegen ist diese Frage, what is AI? Ja, ist ein moving target, ja, ist also relativ schwierig. Aber eine faszinierende Frage, also jedenfalls mich fasziniert das. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber. Schauen wir mal in AI-Textbooks rein, was jetzt künstliche Intelligenz ist. Das sind die AI-Textbooks, die ich bei mir im Bücherregal gefunden habe. Die habe ich jetzt nicht gekauft, weil das genau die vier sind, die man unbedingt haben muss. Das sind die, die ich zufällig am Grabbeltisch oder irgendwo für einen Kurs oder sowas mal kaufen musste. Ja, das sind also eher eine Random Selection. Ja, da gibt es also Kurse schon von 1978 von Alan Bundy, der heißt wirklich Al Bundy. Und das ist ein Professor in Edinburgh. Ja, also Edinburgh ist neben MIT, Stanford und CMU, war das eine der Hochburgen für künstliche Intelligenz und ist es immer noch. Ja, das ist also ganz verblüffend, das ist also ein europäischer Punkt da auf der Landkarte, die das schon immer gemacht haben, dieses Thema. Und er hat hier einen Introductory Course, ich denke, da war der Herr Bundy gerade neu 1978 und der hat diesen Kursus mehrmals gemacht und dann hinterher als Buch aufgeschrieben. Ja, und das ist ein tolles Buch mit tollen Beispielen, da kann man immer noch reingucken. Gut, dann gibt es weitere von Elaine Rich und so weiter und so fort. Das ist eins, nachdem ich meine Vorlesung gemacht habe. Da schauen wir mal rein. Das ist sozusagen das Inhaltsverzeichnis. Da steht drin, was ist künstliche Intelligenz, wenn man 1998 einen Kursus über Artificial Intelligence macht. Und eine Vorlesung über Artificial Intelligence würde immer noch diese ganzen Themen abdecken. Ja, das ist also wirklich das Gesamte. Ich habe es mal so ein bisschen zusammengefasst. Gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Was ist jetzt AI? Das eine ist Search. Ja, Suche. Und worum geht es jetzt bei dieser Suche? Zum Beispiel, um den besten Zug auf dem Schachbrett zu finden. Ja, Sie haben also eine riesige, Sie können also die aktuelle Position als Knoten, als Wurzel von so einem Baum nehmen und dann alle möglichen Züge so baumartig so aufmalen und dann eine Suche in diesem Baum sozusagen, wie man die geschickt macht. Solche Bäume verzweigen sich halt unheimlich schnell. Ja, wenn Sie hier oben 20 Züge haben und in der nächsten Ebene 20 Züge, dann haben Sie hier unten schon 400 Stellungen. Und wenn Sie nochmal 20 Züge haben, dann haben Sie, Sie wissen, 20 mal 400, was auch immer rauskommt. Ja, viele Stellungen, 8000? Ich glaube 8000. Oder 800, ne, 8000. Und da sozusagen in solchen Suchbäumen, die so riesig explodieren, geschickt zu suchen, ja, ohne dass man irgendwie unnötige Arbeit verrichtet. Ja, das ist das Thema von Suche. Und wo wendet man das an? Man kann es für Sudoku anwenden übrigens. Ja, Sudoku, wenn Sie das manchmal lösen oder sowas, ist letztendlich ein Suchproblem. Ja, Sie, ich weiß nicht, wie Sie spielen. Sie können das so machen, dass Sie irgendwo eine 1 eintragen und dann mal gucken, was passiert, ob es einen Widerspruch gibt und dann müssen Sie wieder radieren. Andere Leute spielen das eher so, dass Sie halt die eine richtige Zahl finden, die man jetzt hundertprozentig sicher einsetzen kann. Aber die halt zu finden, ist ein Suchproblem. Ja? Und da gibt es halt auch geschickte Heuristiken, wie man es machen kann. Und da gibt es ganze Kapitel drüber, die auch worth reading sind. Ja? Also 120 Seiten sehe ich hier. Das kann man natürlich wunderbar auf Gameplaying anwenden. Ja, da fragt man sich Gameplaying, ja warum immer Gameplaying, warum wollen die Informatiker immer Schach spielen und sowas? Das ist, sind die so verspielt, haben die keine richtigen Probleme, wir müssen irgendwie die Klimakrise lösen und so weiter und so fort. Warum kümmert das irgendjemand, ob man Go spielen kann mit dem Computer? Warum interessiert das irgendjemanden? Und der Grund ist, das ist eine kleine kontrollierte Umgebung, ja, wo man sozusagen intelligentes Verhalten studieren kann und wo man sozusagen seine Algorithmen drauf loslassen kann und man kann dann die beste Lösung finden, der auf so einem kleinen, wohldefinierten Problem so richtig gut ist.
Und das gleiche Verfahren kann man natürlich dann übertragen auf eine andere Fragestellung, auf medizinische Fragestellungen oder auf andere komplizierte Fragestellungen. Das heißt, das ist eher wie so eine Drosophila, wie so eine kleine Minifliege, die auch nicht so interessant ist, die aber so klein und kontrolliert ist, dass man sie durch und durch verstehen kann, sodass man richtig was, Drosophila heißt die, glaube ich, ne? Irgendwie falsch ausgesprochen. Und das ist also so eine kleine Micro-World, in der man erstmal ein schwieriges Problem löst, was schwierig genug ist. Und wenn man das gelöst hat, kann man die Methoden übertragen auf andere Anwendungen. Und außerdem macht es natürlich Spaß, ne? Gebe ich schon zu. Also das Game-Playing ist schon faszinierend. Sie schreiben ein Computerprogramm und plötzlich gewinnt er gegen Sie im Schach oder so. Das ist doch relativ verblüffend, dass es geht, ne? Obwohl Sie gar nicht so gut spielen. Ja? Faszinierend. Dann ein großer Bereich ist Knowledge and Reasoning. Und das ist im Wesentlichen Using Logic. Also hier geht es im Wesentlichen um Logik, wie man logisches Schließen macht, also wie man einen Kalkül baut. Allerdings auch, wie man so Allgemeinwissen jetzt in einen logischen Kalkül einbaut. Sowas wie, gleich fängt es an zu regnen, die Bewölkung ist da, soll ich meinen Regenschirm mitnehmen? Alles so Fragen, die so der typische Roboter halt hat, wenn er so in der Welt rumläuft, die er so mit logischem Schließen so rauskriegt. Ja, typischerweise regnet es jetzt, nehme ich mal meinen Regenschirm mit. Das kann man so durch logisches Schließen rauskriegen. Deswegen ist das auch ein großes Thema. Es ist auch ein großer Ansatz in der künstlichen Intelligenz gewesen, alles irgendwie auf Logik zu reduzieren. Ja, das hat nicht funktioniert, wobei der Schachweltmeister hat gegen einen logikbasierten Schachcomputer verloren. Der Go-Weltmeister, da kamen Wahrscheinlichkeiten vor. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Die Welt ist halt nicht immer so völlig mechanistisch und funktionierend, sondern es gibt immer Uncertainty, gibt immer Unsicherheiten. Die Frage ist, wie kann man denn logisches Schließen oder wie kann ich denn schließen, wo ich sozusagen verrauschte Daten habe. Meine Sensoren sagen mir auch nicht ganz genau, was Sache ist. Ja, der Wetterbericht von gestern Abend ist Ihr Sensor, ja, und der sagt Ihnen nicht ganz genau, ob es heute regnet, ob Sie heute mit dem Fahrrad fahren oder nicht. Ja, das heißt, das sind also verrauschte Daten und Sie müssen irgendwie damit zurechtkommen, dass die Welt halt nicht perfekt ist. Ja, oder Ihr Rasenmäher-Roboter, der so rumfährt. Wenn Sie einen Roboter haben, der auf Rasen fährt, der fährt keine exakt geraden Linien, ja, wegen dem Untergrund, der bewegt sich immer so ein bisschen. Sie brauchen also Systeme, die robust sind gegen so eine gewisse Unsicherheit, ja, und das Tool dafür sind Wahrscheinlichkeiten. Ja, das ist also das mathematische Gefährt dahinter. Und insbesondere gibt es dann noch Planning und Acting. Was ist Planning? Die einfachste Form von Planning ist, Sie sind irgendwie als Lehrerin dafür zuständig, in der Schule den Stundenplan zu planen, dann ist das ein Planning-Problem. Sie müssen Räume, Personen und so weiter alles unter einen Hut bringen. Sie haben da bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen und setzen dann diese Dinge. Das ist ein Planning-Problem, kann man natürlich auch mit Logik formulieren, kann man natürlich auch Algorithmen und Programmiersprachen für entwickeln, um das zu automatisieren. Kommt hier auch vor. Dann gibt's Learning, das ist dieser Abschnitt hier. Hier oben kam gar kein so richtig Learning vor. Das war einfach nur eine geschickte Suche, ja, die ich irgendwie geschickt implementiere. Der Computer kommt zwar mit einem tollen Zug an im Schach, aber richtig was gelernt oder so, weiß nicht, ob das da jetzt eine Rolle spielte. In der Logik genauso. In gewisser Hinsicht sind die Daten natürlich das, aus denen ich dann lerne. Aber mit Lernen ist hier noch so was anderes gemeint. Das heißt also, ich gebe das Problem jetzt nicht vor, indem ich genau sage, mach dies und dann das, sondern ich sage, erfinde mal irgendwas, was aus diesem Input, diesen Output generiert und wie kann man sich selber ausdenken. Und da benutzt man typischerweise Statistik, Mittelwerte ausrechnen und so weiter. Da werden wir gleich noch ein Beispiel zu sehen. Das nennt sich heutzutage auch Machine Learning. Und das ist der Bereich hier, neuronale Netze, was heute das große Gebiet Deep Learning ist. Ja? Also wenn heute Leute über AI reden, dann reden die über diese zwei Wörter, Neural Networks. Das sind hier nur zwei Wörter in diesem super langen Inhaltsverzeichnis. Und auch diese Vorlesung wird davon dominiert sein, dass ich Ihnen eher davon was erzähle. Ja, weil das ist halt das, was halt gerade so sehr aktuell ist. Das heißt aber nicht, dass die anderen Themen uninteressant sind oder so, dass man sie beiseite schieben sollte. Dann gibt es noch einen weiteren Abschnitt, Communication Perceiving Acting. Das hört sich schon so nach Robotern an und so. Das ist im Prinzip zum einen Natural Language Processing. Natural Language Processing ist genau diese Sache, dass Sie natürlich sprachlich mit Ihrem Computer interagieren wollen. Ja, so im Sinne von, setz mal den Timer auf 5 Minuten oder mach einen Termin mit dem und dem aus. Das ist natürlich sprachliche Kommunikation. Oder auch geben Sie Ihre PIN noch einmal ein in so einer Warteschleife am Telefon. Das ist auch natürlich sprachliche Kommunikation. Die andere Sache ist Computer Vision. Das eine ist akustisch. Dann gibt es natürlich noch visuell. Computer Vision ist eine Kamera, die irgendwie Sachen erkennt.
Ja, eine ganz einfache Form von Computer Vision ist, wenn Sie Ihr Handy auf so einen QR-Code drauflegen, dann erkennt er, dass das ein QR-Code ist und kann das auch dekodieren. Eine kompliziertere Art von Computer Vision ist, Sie halten Ihr Handy hoch und sind blind, ja, und das Handy sagt Ihnen dann, was Sie sehen würden. Zum Beispiel, hier ist ein Hörsaal, da sitzen Leute, da ist noch ein freier Platz. Solche Apps gibt es auch fürs Handy, ja, mit denen Sie dann so durch die Stadt gehen können. Das ist also wirklich Computer Vision. Computer Vision bedeutet immer Bild rein und irgendwelche Semantik oder Information raus. Ja, das ist also Computer Vision. Und dann gibt es noch den Bereich der Robotik. Robotik ist auch ein unheimlich kompliziertes Gebiet. Das kommt Ihnen vielleicht alles gar nicht so kompliziert vor, aber es ist viel einfacher, den Schachweltmeister zu schlagen, ja, als jetzt mit einer Hand eine Türklinke runterzudrücken. Ja. Sie müssen da Ihre Hand-Auge-Koordination machen. Ihre Augen sehen die Türklinke. Das ist vielleicht ein Designermodell, was ganz komisch aussieht, wie Sie noch nie gesehen haben. Und Sie fragen sich, wo soll ich denn da jetzt mit meiner Hand greifen? Soll ich die so runterdrücken? Soll ich die so runterdrücken? Oder so? Wo ist der Hebel am kleinsten? Sie denken da gar nicht drüber nach. Da passiert aber unheimlich viel. Und das einem Roboter beizubringen, dass er praktisch irgendeine Türklinke sieht und dann die Türklinke greift und runterdrückt, ist es unglaublich schwierig. Es ist unglaublich kompliziert. Mittlerweile bestimmt gelöst mit Deep Learning, aber es ist ein unheimlich schwieriges Problem. Also diese ganzen Sachen wie, ja, ich gehe mal eben in die Küche und stelle mir einen Tee an oder sowas, und Sie machen es einfach. Aber entlang des Weges sind Sie nicht gegen den Stuhl gelaufen. Ja, Sie sind da drum rumgelaufen. Sie haben eben auch noch eben die Schranktür zugemacht. Dann haben Sie die Tür aufgemacht. Dann sind Sie in die Küche gegangen, haben die Teekanne direkt gefunden und so weiter. Das sind also sehr viele Kleinigkeiten, die, wenn Sie die versuchen zu mechanisieren mit einem Roboter, unglaublich schwierig sind. Ja, das ist also ein ganz interessantes Gebiet auch. Die Sachen hängen natürlich alle zusammen in gewisser Hinsicht. Ja, also, wenn ich besser Knowledge Representation und Reasoning and Uncertainty und diese Sachen, wenn ich die Sachen alle besser kann, kann ich auch besser Robotics machen. Ja, das hängt also alles irgendwie zusammen.